It's me, Selinkario, und willkommen zu meinem Let's Play oder Don't Let's Play zu Miitomo. Das entscheidet sich an diesem Video. Ja, Nintendos erstes Smartphone-Spiel seht ihr nun endlich. Was heißt Spiel? Das kann man so ja wirklich nicht nennen. Doch dazu kommen wir gleich. Ist endlich heute am 31.03.2016 nun auch in Deutschland erschienen, offiziell zumindest. Durch diverse Umwege war es zwar vorher schon ein bisschen spielbar, aber zumindest für Android-Geräte. Aber nun kann man auch sich das ganz offiziell endlich im App Store oder im Play Store runterladen. In Japan konnte sich das Ganze schon über 1 Million Mal verkaufen? Nein, hat sich bereits über 1 Million Mal heruntergeladen oder wurde schon heruntergeladen und hat sich damit blitzschnell auf Platz 1 in den Charts katapultiert. Miitomo selbst ist so eine Art, ja, Messenger-App und soll irgendwie so eine Art Zwischending von Instagram, Facebook und Twitter darstellen. An sich basiert das Ganze auch auf einem Free-to-Play-Geschäftsmodell und wie üblicherweise kann man sich hier halt dank sogenannter Mikrotransaktionen für echtes Geld weitere Outfits und dergleichen dazu kaufen. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ich habe gerade schon mal das Ganze gestartet, habe meinen Nintendo-Account oder meine Nintendo-Network-ID hiermit verknüpft und durfte auch direkt ein Update herunterladen, was ein bisschen gedauert hat, aber jetzt geht es los. Wir erstellen als allererstes einen Mii. Den erstellen wir manuell, männlich, okay. So, jetzt haben wir hier wie auch im Mii-Editor, oder wie das Ganze heißt, wie hieß das nochmal? So ähnlich, was wir auch von der Wii schon kennen und auch auf der Wii U haben. Ja, da zeigen wir uns nochmal an. Wir machen uns erstmal ein wenig dünner. Also dünn bin ich auch nicht, so bin ich auch nicht. Ja, so passt schon. Bisschen kleiner. So, dann wählen wir ein Gesicht aus. Das finde ich schon passend. Frisur nehmen wir die. Farbe passt. Augenbrauen passt auch. Position könnte man jetzt ändern. Ja, weiß ich, aber nee. Die Augen finde ich eigentlich schon fast optimal. Welche Augen nehmen wir denn? Die? Eigentlich finde ich die in Ordnung. Nase ist auch in Ordnung, oder? Was kann man hier noch? So Muttermale und so. Das habe ich alles nicht. Schnauze habe ich auch nicht. Ich bin frisch rasiert heute. Ja, passt schon so. Machen wir mal weiter. Spitzname. Selinkario. Aussprache. Wieso habe ich denn keinen Sound hier eigentlich? Ah. Guck an. So funktioniert das also. Ich verstehe. Gut, dann stöpsel ich mal eben ganz schnell um. Professionell wie eh und je. Und dann sehen wir uns gleich wieder, meine Freunde. Bis gleich. So, da bin ich dann auch schon wieder. Ich hab mal eben kurz den Sound eingestöpselt. Selinkario. Ja, das. Selinkario. Ja, das spricht dann auch schon ganz gut aus. Selinkario. Selinkario. Ist das ein Y? Selinkario. Selinkario. Nee, Selinkario schon. Selinkario. Ja, ist in Ordnung. 2.8.89 habe ich. Mein Spitzname ist Selinkario. Ja, ist ja gut. Weiß ich jetzt. Voreinstellungen. Nö. Stimmlage. Ich rede immer ein bisschen. Mein Spitzname ist Selinkario. Nee, nicht ganz. Mein Spitzname ist Selinkario. Nein! Doch, das passt! Mein Spitzname ist Selinkario. Mein Spitzname ist Selinkario. So ist in Ordnung. Akzent. Mein Spitzname ist Selinkario. So, Energie. Mein Spitzname ist Selinkario. So, Intonation. Was? Mein Spitzname ist. Ah, machen wir zwei. Mii-Persönlichkeit. Meine Persönlichkeit ist sehr stark ausgeprägt. Mein Ausdruck überhaupt eher lebhaft. Relativ lebhaft. Denkweise ist relativ vorsichtig. Relativ sorglos, ja. Sprechweise ist eher sanft, würde ich sagen. Bewegungen, da bin ich ziemlich langsam. Persönlichkeit. Ja, ich bin eher speziell, oder? Ich bin Let's Player, natürlich bin ich speziell. Ui, erster Eindruck. Ruhig. Ausgeglichen.
Entspannt, unbedarft, feinsinnig, ehrlich, aufmerksam und freundlich. Gemächlich. Kann ich das jetzt auswählen, bevor ich jetzt... Entspannter, lockerer Typ. Lebt ohne Hektik in seinem eigenen Tempo. Macht sich allerdings auch über vieles Sorgen. Unbedarft, nö, das erste. Ach so. Aha, ich verstehe. Gut, haben wir das schon mal? Machen wir auch weiter. Dieses Mi stellt dich in Gespräch mit Freunden und deren Freunden dar. Bist du mit diesem Mi zufrieden? Ja, das sind wir. Mi wird gespeichert. Wofür das Twitter-Symbol im Shop gut ist? Berühre es, um die derzeit beliebtesten Outfits zu sehen. Aha, gibt's hier so eine Art Modeshow oder was soll's sein? Aha. Ja, das erinnert mich wirklich an Tomodachi Life gerade. Hm? Nano, bin ich hier etwa in einem elektronischen Gerät? Das trifft es auf den Punkt. Oh, weiter? Hallo, ich bin du. Glaube ich zumindest. Ich heiße Celencario. Hallo Celencario, schön dich kennenzulernen. Ich bin sicher, wir werden hier viel Spaß haben. Ja, so tanze ich auch manchmal, wenn ich dann morgens aufwache und vorm Spiegel stehe. Wie es aussieht, haben wir Mitteilungen von Nintendo erhalten. Oh, Münzsound, okay. Willkommen bei Mitomo. Mitomo ist eine App, in der du über Mi-Charaktere mit Freunden kommunizieren kannst. Als erstes solltest du ein paar Freunde hinzufügen. Was ist, wenn ich keine habe? Möchtest du Mitteilungen als Push-Mitteilungen auf dein Gerät erhalten? Machen wir mal ja. Darf Mitomo ihn? Ja, erlauben, ist okay. Dann kann ich mich also mit unseren Freunden unterhalten. Boah. Klingt nach Freunde? Spaß. So gucke ich auch immer. Was? Ich habe doch keine Freunde. Da fehlt mir etwas. Akku auch bald leer. Da fällt mir etwas ein. Äußerlich sehe ich natürlich genauso aus wie du. Ja, geht. Aber gleichen wir uns auch in Sachen Persönlichkeit? Ja, weiß ich nicht, sag's mir. Sonst würden unsere Freunde mich noch für einen Hochstapler. Nein. Darf ich dich was fragen? Was ist dein Leibgericht? Döner. Wenn du die Frage eines Mi-Charakters beantwortest, gibt dieses Mi eine Antwort an andere Charaktere weiter. Döner. Kann ich auch mehr eingeben? Ich kann nur eins. Dann entscheide ich mich ganz klar für Spaghetti Bolognese. So. Ist das richtig? Ja. Nein, da muss ein I hin, du Arsch. So, Bolognese. Ja, so ungefähr schreibt man das. Korrigiert mich, wenn nicht, aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Könnte ich zu jeder Tageszeit essen? Es gab irgendwie einen Antwortbonus gerade. Okay, was? Wenn du die Frage eines Mi beantwortest, erhältst du Mitomo-Münzen als Belohnung. Danke, jetzt fühle ich mich schon viel mehr wie du. Ja, Mitomo ist ja auch jetzt kompatibel mit meinem Nintendo-Account, was heute ebenfalls live gegangen ist. Und wenn man hier diverse Challenges... aussieht, erscheinen alle Antworten hier. Meine Antworten. Hier findest du sowohl deine Antworten als auch die deiner Freunde. Sobald wir ein paar Freunde haben, kann ich sie besuchen und mit ihnen plaudern. Ja, aber wir haben keine Freunde. Dann kann ich ihnen all die Antworten erzählen, die du mir gegeben hast. Ah. Eine Sache noch. Ich habe hier etwas, als Dank dafür, dass ich hier in diesem Gerät wohnen darf. Dann gib mal her. Mitomo-Münzen 2500, okay? Ich bin sicher, wir werden total viel Spaß. Wie gesagt, es lässt sich mit dem My Nintendo-Account verknüpfen und dort kann man dann, ja, Mitomo ist halt quasi deren Aushängeschild, gerade auch für den Account, wenn ich das verstanden habe. Zumindest gibt es da einige Belohnungen, die man abgreifen kann, wenn man irgendwie gewisse Herausforderungen erfüllt, irgendwie 10 Antworten hintereinander oder an einem Tag, irgendwie sowas. Ist natürlich, findet ihr alles wieder in der Videobeschreibung. Mit einem Nintendo-Account verknüpft. Ah, jetzt kriege ich so viel... Münzen. Er hat eine Frage. Da, hier sehen wir es nochmal genau. Mein Nintendo. Jetzt kann ich mich da nachher mit meinem Handy oder mit meinem Computer, Laptop, wie auch immer, bei meinem Nintendo-Account einloggen und kriege dann diese Münzen. Und diese Münzen kann ich wiederum hier in Mitomo, glaube ich, eintauschen. Aber es gibt natürlich auch jetzt bei My Nintendo, aber da müsst ihr euch mal selber reinfriemen. Da mache ich jetzt kein extra Video zu, das wäre ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall, kurze Zusammenfassung. Man kann da, wenn man einmal eine Woche im eShop guckt, einmal eine Woche im Miiverse, so eine Art Achievement-System, kriegt man sogenannte Münzen, die hinterher kann man eintauschen gegen irgendwelche Spiele oder Preisnachlässe im Nintendo eShop. Das erstmal so grob die Zusammenfassung. Gut, machen wir weiter. Und eine Mario-Mütze für mich. Da du Mitomo während der Einführungsphase benutzt hast, erhältst du eine Mario-Mütze. Schau doch mal in deine Geschenkbox und Spielscheine. Dieser Spezialbonus gilt für die ersten 7 Tage, an denen du Mitomo verwendest. Heute ist der erste Tag. Am 7. Tag erhältst du 5 Spielscheine als Geschenk. Mitomo Öffnungsaktion, was? Mi-Foto des Tages erhalten. Es wurde ein Mi-Foto unter... Oh Gott, wir werden gerade ganz schön zugespammt. Okay, hier auf Freunde kann ich jetzt Freundesliste...
Über soziale Netzwerke kannst du andere Metomo-Nutzer finden. Freunde, die gerade bei dir sind, kannst du auch über die Option direkt hinzufügen. Füge Freunde hinzu und erhalte Metomo-Münzen. Ah, bei einen gibt es, bei drei, fünf. Okay, das mache ich jetzt hier. Freund hinzufügen. Gegenseitige Twitter-Follower können auch in Metomo-Freunde werden. Direct kannst du Freunde, die gerade bei dir sind, leicht hinzufügen. Und Facebook. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich auf Twitter klicke. Also nicht wundern, wenn es einen kurzen Schnitt gibt. So, Anmeldung bei Twitter und Suchen von Metomo-Nutzern. Twitter-Account wurde verknüpft. Wenn Metomo-Nutzer gefunden werden, erscheint ihre Mi als Nutzer, die du vielleicht kennst, in deiner Freundesliste. Dein Mi erscheint ebenfalls in deren Liste. Aha. Mission abgeschlossen. Achso, verknüpfe Metomo mit deinem Twitter-Account. Sehr schön. Aha. Aber es hat wahrscheinlich noch keiner. Gut, ich folge jetzt auf Twitter auch nicht allzu viele. Okay, was können wir sonst noch so machen? Gehen wir auf Menü. Oha. Profil haben wir. Jetzt gehen wir mal auf Kleiderschrank. Okay, was haben wir denn hier alles Schniekes? Hose hoch oder Hose runter? Ja, wir sind ja... Es sieht so... Ja, das sieht cool aus. Ah, jetzt habe ich das als Outfit gespeichert. Aha. Du trägst... Ach so, was ich aktuell trage. Was ich favorisiert habe wahrscheinlich. Was ich so an Klamotten habe. Also an Oberteile... Hosen. Ich habe da gerade eine Mario-Mütze bekommen, dachte ich. Wo ist denn die? Meine Schuhe? Habe ich auch irgendwie eine Schal oder so? Nö. Aber wo ist denn meine... Ach so, Moment mal. Ja, möchte ich. Ich habe ja gerade gespeichert, soweit ich weiß. Und zwar hier haben wir so Geschenkbox. Da gucken wir uns doch mal genau. Mario-Mütze. Geschenk wird empfangen. Mario-Mütze haben wir erhalten. Spielschein haben wir jetzt auch. Nehmen wir auch mal einfach entgegen. Drei Stück kriegen wir geschenkt. Mhm. Meine Nintendo-Mission. Ah, hier sehen wir es auch nochmal. Erhalte Punkte für Mission. Wenn du Mission im Metomo erfüllst, erhältst du dafür meine Nintendo-Punkte. Hinweis, du musst ein Nintendo-Konto erstellen, um verknüpfen, um Punkte zu sammeln. Sammle tolle Belohnungen. Sammelst du genügend Punkte, kannst du sie gegen spezielle Items eintauschen. Hinweis, du musst ein Nintendo-Konto erstellen, um verknüpfen, du kannst Items innerhalb ihres Verfügbarkeitszeitraums erhalten. Gut. Zeig dir mir trotzdem die Mission an. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Es lädt manchmal echt lange. Also ich habe ein iPhone 5S. Nicht das aktuellste, das weiß ich. Ah. Okay, was können wir denn sonst noch machen? Wechsel innerhalb eines... Einmal dein Outfit. Beantworte drei Fragen innerhalb eines Tages. Aha. Weit mehr. Okay. Begrüßungen. Mi bearbeiten. Genau, das machen wir als nee, Moment. Kleiderschrank. Wo ist die Mütze? Wo ist... Hallo? Hier. Nein, da. Ja. Die will ich tragen, die ist cool. Ja, das ist... Oh, schön. Speichern wir das Ganze. So. Du trägst... Aha, wie kann ich jetzt mein Outfit ändern? Aha, neu. Okay. Jetzt habe ich doch eigentlich mein Outfit... Ich wollte gerade sagen, ja, jetzt haben wir 5 Metomo-Punkte dazu bekommen, okay. Möchtest du ein Mi-Foto in diesem Outfit erstellen? Ja, machen wir einfach mal. Ein Mi-Foto. Oh! Zufall. Ja, das ist... Das ist... Foto. Mi-Foto wird im Album gespeichert. Ja, also. Ich weiß jetzt, ich schau mal eben ganz unprofessionell, wie lange die Aufnahme schon läuft. 14 Minuten. Also, ihr entscheidet, ob... Ich weiß es selber gerade noch nicht. Wir können uns rein theoretisch gegenseitig followen. Dieses Bild teilen. Ja, teilen wir das mal auf Twitter. Metomo möchte auf Twitter-Account zugreifen. Erlauben. Metomo-Style. Hashtag. Was nehmen wir jetzt für ein Hashtag? Hashtag. Mario. Hashtag. What the hell? What the hell? Posten. So. Haben wir das auch mal? Jetzt sehen das gerade alle auf Twitter und denken sich so, was macht der da? Okay, jetzt kann ich das hier auch noch in iMessage, Instagram. Soll ich das mal auf Instagram auch? Dieses Bild teilen? Machen wir einfach mal. Gucken wir uns das einfach alles mal an. Was? In Instagram öffnen. Aha. Weiter. Hashtag MiTomo. Hat er das schon? Ja, hat er sogar schon. MiTomo. Hashtag Let's Play.
oder Don't Let's Play. Wie gesagt, dazu wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ja, teilen einfach mal. Ah, so, jetzt bin ich wieder drin, richtig? Ah, jetzt lädt er neu. Habt ihr das auch mal gesehen? Nicht wundern, wenn ab und zu ein kleiner Schnitt mit bei ist, aber... Müsst ja nicht alles sehen, ne? So, Begrüßungen. Was haben wir denn noch so Schönes? Wenn Besuch ankommt. It's... Ey, das können wir auch bearbeiten hier. Wie cool. It's me. Beim Besuch eines Freundes. Begrüßung. Wenn ein Freund mich... Ne, wenn Besucher kommen, wenn... Wenn ein Freund zu mir kommt, sage ich... Was sage ich denn dann? Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Verabschiedung. Mach's gut. Cool. Mach's gut. Ausrufezeichen. Moment. Jetzt hören wir uns das mal an, wie das aussieht. It's Ami. It's Ami. Schön, dass du da bist. Mach's gut. Wenn du nach Hause gehst. Bis zum nächsten Klick. Ihr entscheidet halt, dass, jetzt spreche ich den Satz auch mal zu Ende, ob ich das Ganze weiterspielen will, soll, ob ihr mit dabei sein wollt. Wenn ja, schreibt mir gerne unter den Kommentaren dann drüber. Dann machen wir noch ein Part 2, Part 3, Part 4, Part 5, 6, 7, 8, 9, 10. Auf jeden Fall ein paar mehr. Entweder es wird halt ein Let's Play oder wenn ihr keine Lust drauf habt, machen wir ein Don't Let's Play. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob ich das Ganze weitermachen möchte gerade. Ich bin interessiert, also sagen wir mal so, ich bin interessiert. Bis zum nächsten Klick. Ich bin sehr interessiert bisher, aber ich habe halt auch noch nicht alles gesehen. Also es ist gerade so ein bisschen, ich bin selber gerade ein bisschen durcheinander, wie nichts Neues. Muss man mal dazu sagen. QR-Code, meine Nintendo-Mission. Was kann ich denn jetzt eigentlich hier gerade noch alles machen? Wahrscheinlich gar nichts, oder? Gehen wir mal auf meine Antworten. Teile hierüber deine Antwort mit Freunden, die Mitomo nicht verwenden. Aha. Okay, was ist dein Lieblingsgericht? Kann ich auch noch übersprungen? Herzchen. Neu. Neue Aktivitäten. Freunde. Freund hinzufügen. Hat ja keiner. Gucken wir uns mal den Shop an. Kopf über Kopf. Aha. Gut, dann würde ich erstmal sagen, das war's erstmal. Das war erstmal ein Vorstellungspart. Nicht viel gesehen, aber wir haben noch keine Freunde. So viel geht da noch nicht. Ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr beim nächsten Mal, sollte es ein nächstes Mal geben, wieder einschalten würdet. Ich würde mich an dieser Stelle schon wieder verabschieden. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Das war auch mein erstes Smartphone-Spiel, was ich überhaupt gezeigt habe. Hat relativ gut geklappt, glaube ich. Ja, mein Name ist Elinkario. Ich bedanke mich fürs... Halt, stopp. Das machen wir, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Ja, ihr wisst, was jetzt kommt. Mein Name ist Elinkario. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde sagen, denkt an den blauen Daumen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Klick. Macht's gut. Mach's gut. Ciao.